Mein Kind denkt nicht mit. Immer vergisst es alles. Mein Kind übernimmt keine Verantwortung. Dein Kind muss selbstständiger werden. Ja, leicht gesagt, aber wie? Genau darum geht es heute. Ich bin Ilse Meyer Lechner, die Mütterversteherin vom Entfaltungsparadies. Und ich verhelfe Familien zu einem Familienalltag mit mehr Gelassenheit und Leichtigkeit. Mit der Selbstständigkeit ist es so eine Sache, die muss geübt werden. Dein Kind muss Erfahrungen machen dürfen. Und manchmal halten wir Eltern die Kinder ein bisschen zurück, aber dazu später mehr. Um Selbstständigkeit zu üben, musst du gar keine besonderen Situationen schaffen. Hier reichen ganz normale Alltagserfahrungen. Arbeiten, in die du deine Kinder mit einbeziehst, Entscheidungen, die du dein Kind selber treffen lässt oder auch Eigeninitiative, die du dein Kind übernehmen lässt. Eigene Ideen, die es verwirklichen darf, die es ausprobieren darf, auch dann, wenn du vielleicht weißt, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Die Kunst bei der Selbstständigkeit ist, den Frust und die Wut unserer Kinder auszuhalten, ihnen nicht alle Steine aus dem Weg zu räumen und gleichzeitig diesen sicheren Freiraum zu schaffen, innerhalb dessen sie ihre eigenen Erfahrungen machen können. Wie schaffst du also diesen Raum? Am besten machst du das, indem du dir selber überlegst, was braucht mein Kind, dass es sicher ist? Und wo, in welchen Bereichen habe ich die Verantwortung? Du hast zum Beispiel die Verantwortung dafür, dass dein Kind gesund bleibt. Das heißt, dein Kind kann nicht entscheiden, ob es zum Arzt gehen möchte oder nicht. Diese Entscheidung musst du ihm abnehmen, die triffst du für dein Kind. Und ja, es kann sein, dass dein Kind manchmal gefrustet darüber ist. Es kann auch sein, dass dein Kind diese Entscheidung übergriffig empfindet. Und da gilt es einfach, diesen Prozess gut zu begleiten. Und manche Sachen weißt du eben auch besser als dein Kind. Wenn deine Tochter bei minus 10 Grad das Spaghettiträgerkleid anziehen möchte, dann wird es ein bisschen schwierig. Denn wenn sie damit hinausgeht, wird sie sich verkühlen. Wenn sie allerdings drunter einen Rolli anzieht und das Spaghettiträgerkleid drüber, dann ist das wieder in Ordnung. Das heißt, das wäre so ein typisches Beispiel, wo du deinem Kind hilfst, ein Problem zu lösen. Okay, du möchtest das Spaghettiträgerkleid anziehen, mir ist es wichtig, dass du gesund bleibst. Und dazu ist es einfach notwendig, dass du bei minus 10 Grad wärmer angezogen bist. Was können wir machen, dass du zufrieden bist und ich meiner Verantwortung gerecht werde? Und dann könnt ihr gemeinsam nachdenken. Und wir unterschätzen oft die Lösungskapazitäten unserer Kinder. Was ist also wichtig, wenn du die Selbstständigkeit deiner Kinder fördern willst oder deines Kindes fördern willst? Es soll selber Entscheidungen treffen dürfen, immer in einem bestimmten Rahmen. Wenn also dein Kind sich anzieht und es gerade dabei ist, das alles erst zu lernen, dann kannst du ihm drei Hosen rauslegen und unter diesen drei Hosen darf es eine wählen. Das heißt, es hat eine Entscheidung getroffen, aber die Grundverantwortung bleibt bei dir. Dein Kind darf Eigeninitiative zeigen. Es darf also probieren, wie es an ein Problem herangeht. Wenn dein Kind dann gefrustet ist, weil es nicht so klappt, dann müsst ihr diesen Frust gemeinsam aushalten. Da ist es deine Aufgabe, deinem Kind da durchzuhelfen. Dein Kind sollte Verantwortung übernehmen. Und zwar so viel, wie es tragen kann. Altersgerecht. Das heißt, auch da musst du dir überlegen, okay, was kann mein Kind schon und was kann ich ihm zutrauen? Ein weiterer Punkt ist,
Mach nie etwas, was dein Kind schon selbst kann. Zu diesem Punkt gibt es allerdings eine Ausnahme. Manchmal sind Kinder einfach müde, manchmal sind sie einfach grantig, sie sind krank und dann kannst du sehr wohl etwas für dein Kind übernehmen, weil dein Kind dadurch auch eine Geborgenheit erfährt und merkt, okay, ich bin der Mama wichtig. Das ist so eine Art, ja, Streicheln und Rutschen durch Aktion. Ein weiterer Punkt ist, hilf deinem Kind nur dann, wenn du dazu aufgefordert wirst. Das heißt, biete deine Hilfe an, dräng sie aber nicht auf. Mach nichts für dein Kind, sondern warte erstmal ab, ob dein Kind das selber kann. Und wenn dein Kind spannende Entscheidungen trifft, weil es aufs Marmeladebrot auch noch Leberwurst will, dann lass es das einmal ausprobieren. Entweder es schmeckt ihm, ja, dann, mein Gott, warum soll es nicht Leberwurst auf Marmeladebrot essen? Oder es schmeckt ihm ohnehin nicht, dann weiß es, okay, das habe ich ausprobiert, das ist nicht gut. Und wenn dein Kind ein Problem hat, das haben wir bei dem Kleid schon besprochen, dann hilf ihm, Lösungen zu finden. Zeig ihm Wege auf und lass ihm dann, gib ihm dann die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Ein Punkt ist mir ganz wichtig, Kinder können meistens viel mehr, als wir ihnen als Eltern zutrauen. Ein klassisches Beispiel, ich habe eine Eltern-Kind-Gruppe geleitet mit Kindern zwischen 2 und 3 Jahren. Und in dieser Eltern-Kind-Gruppe haben wir immer eine Jause zubereitet. Die Kinder haben den Tisch gedeckt mit Gläsern, also nicht mit Bechern, sondern wirklich mit Gläsern und auch mit richtigen Keramiktellern. Und sie durften bei der Zubereitung der Jause helfen, also Gurke schneiden, Apfel schneiden und so weiter. Und wenn neue Eltern in diesen Kurs dazukamen, dann gab es immer große Ängste, oh, mein Kind kann doch gar nicht schneiden und es wird sich wehtun. Die Eltern, die schon länger in dem Kurs waren, haben dann lässig abgewunken und haben gesagt, ach, tut dir nichts an, meine Kinder haben auch bei der Ilse schneiden gelernt. Wobei man dazu sagen muss, die waren vorher genauso. Die waren genauso geschreckt, weil sie es ihren Kindern nicht zugetraut haben. Und auf einmal war da jemand, der diese Sicherheit ausgestrahlt hat, nämlich ich, und gesagt hat, ja, wir probieren das einfach und eure Kinder können das. Und siehe da, es hat geklappt. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Wir Eltern halten unsere Kinder manchmal zurück. Einerseits, indem wir ihnen eben Sachen nicht zutrauen oder weil wir Angst haben, dass sie sich verletzen könnten. Andererseits aber auch oft durch Gewohnheit, also weil wir zum Beispiel in der Früh das Brot immer noch streichen und in Würfeln schneiden, damit es das Kind bequem nehmen kann, obwohl dein Kind vielleicht das Brot schon längst selbst streichen könnte. Aber auch indem wir für das Kind denken. Wenn du zum Beispiel ein Schulkind hast, wo du mit dem Schulkind die Schultasche packst und dann in der Früh noch einmal extra darauf aufmerksam machst, ja, und das Turnsackerl musst du mitnehmen und den Bastelblock musst du mitnehmen, dein Kind verlässt sich dann auf dich und wird nicht selber denken. Sinnvoller wäre es in so einem Fall, eine Checkliste zu machen, entweder mit Bildern oder geschrieben, wo dein Kind abhaken kann. Denn damit tritt dein Kind selber in Aktion. Und alles, was dein Kind selber bewältigt, gibt ein Erfolgserlebnis und jedes Erfolgserlebnis gibt wieder Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen braucht dein Kind, um neue Herausforderungen anzunehmen. Nimm dir also jetzt ganz konkret einen Punkt heraus, wo du die Selbstständigkeit deines Kindes in dieser Woche fördern möchtest. Also entweder etwas, wo du dir vornimmst, dein Kind selber aktiv werden zu lassen, etwas, wo du weißt, dass du es unterstützen musst und ihm vielleicht eine Checkliste machst, oder eine Situation, wo du dir vornimmst, dein Kind mehr in die Entscheidungen einzubinden. Denn nur dann, wenn du jetzt ein fixes Vorhaben hast, kannst du dir auch am Ende der Woche die Reflexionsfragen stellen. Und das willst du ja, nicht wahr?
Und wenn du jetzt noch mehr Verbindlichkeit möchtest, dann schreib doch dein Vorhaben unter dieses Video. Damit machst du es öffentlich und das schafft für dich eine Verbindlichkeit, weil alles, was wir öffentlich machen, wollen wir ja auch einhalten. Das heißt, stell dir diese Woche dann auch immer wieder die Frage, wo halte ich mein Kind zurück? Welche meiner Handlungsweisen erfolgen aus Gewohnheit? Wo bremse ich mein Kind, weil ich vielleicht Ängste habe, weil ich irgendwelche Befürchtungen habe und das Kind dann irgendetwas nicht tun lasse? Klassiker sind da eben Schneiden, Kerze anzünden, also Umgang mit Feuer und so weiter. Oder auch das Taschenmesser, das die Kinder entweder haben oder nicht haben dürfen. Also hinterfrag auch dein eigenes Verhalten. Wo bist du ängstlich? Und was kannst du tun, dass du deine Ängste überwindest und deinem Kind das wirklich zutraust? Wo machst du Dinge aus Gewohnheit und was könntest du tun, dass du deinem Kind diese Dinge überträgst? Und wie kannst du deinem Kind helfen, selber aktiv zu werden und Dinge selber zu kontrollieren?